wir schauen, wer anfängt. Die Trox mit 3. Gut aus. Yeah. Bernds Bastard Band eine 10. Das heißt, ihr fangt an. Wer aktiviert denn zuerst? Ja, auf jeden Fall muss Bernd hier aktivieren. Erstmal einen zeigen oder was? Den ersten wegklocken und dann direkt in den nächsten reinchargen. Ja, du. Ja, stimmt. Ich dachte so chargen, dass er direkt mit 2 im Base-Kontakt ist. Das ist aber Quatsch. Besser ist einen und dann den nächsten, weil das Abzug. Aktivieren mit minus 1, das reicht trotzdem. Sehr ja, geil. Ist mit minus 1. 2 Aktionen. Erste Aktion, Charge. Dran. Bam, er ist nur mit dem einen in Base-Kontakt. Okay, und beim Charge ist beinhaltet ein Schlag direkt. Das heißt, du hast Melee. 6. Ich habe mit dem Trock Melee 5. Das heißt, plus 1 bei dir. Das ist gar nichts. Okay, du hast einen Crit, den kann ich nur mit dem Crit negieren. Mache ich nicht, du triffst mich. Stärke 9. Gegen Defense 6, also plus 3 bei dir. 5 gegen eine 2 wird zu 5. Das ist ausgeglichen. Also ist, genau, für den Defender nichts passiert. Aber du hast noch eine Aktion. Du kannst also nochmal schlagen. Machen wir nochmal, ne? Ja. Dann versuch mich zu treffen. Ich würfel den nochmal. Ein Crit. Nee. Also irgendwie abgewehrt oder so, das heißt, die zwei stehen da im Nahkampf. Aber ihr habt erfolgreich aktiviert, ihr seid also weiter dran. Sofort mit der Mutti dabei. Mutti. Ja, vielleicht kann die da noch vorbeischargen, müssen wir gleich mal messen. Aber erstmal aktivieren. Das ist der 7 zu 6, reicht aber locker. 5er Move, ne? Das die könnte... Die hat einen 6er Move sogar. Die kleine knubbelige Junge. Dann wird das. Ja, das hätte sogar mit 5 gereicht. Direkt neben Bernd stellen, weil dann kriegst du einen auf Mini. Beziehungsweise gleicht sich das wieder aus. Ja, weil 2-2, richtig. Ist so schön auf die Leiche, auf dem Fuß von der Leiche. Die Hornet müssen ein. So, das heißt, du hast Mini. Mini 7, ja. Alter, ich hab Mini 5. Oh geil, yeah. Eine 1 gegen 5. Du triffst mich. Stärke 9 gegen Defense 6. Boah, Crit Alter, und nix. Hör mal auf damit. Aber du hast noch eine Aktion. Willst du noch mal schlagen oder ja, lieber ja, nicht? Doch, okay. Ich hab eine 2. Du triffst mich. Jetzt noch mal. Stärke 9, Defense 6. Dennis, jetzt komm. 5. Ja, bam. Voll in die Schnauze. Nimm ihn in die Mitte. Dann hat der andere nämlich keinen Base-Kontakt, das ist geil. Richtig, ja, und sie ist da mit dran, ne? Das ist ein geiles Bild da. Geil. Okay, das heißt, ihr habt weiterhin erfolgreich aktiviert. Dann seid ihr weiter dran. Wer aktiviert jetzt? Chuck, oder? Oh, klar, yeah. Rein da, immer rein da. Ist jetzt so die Frage, ob du noch... Du müsstest jetzt an den... Der müsste einmal laufen, einmal chargen, denke genau, ich. Genau, an den letzten da... Also sollte er erfolgreich aktivieren, sonst schlecht. Komm, mit dem Porno-Chaku. Nee. Ah, schade. Also eine Aktion, einmal bewegen, ne? Er kann halt nicht so schnell. Und in dieser Art und Weise kommt er wahrscheinlich genau bis da, wo der Marker liegt jetzt. 5, ne? Ja. Ja, steht er so dahinter, dann schiebst du den Marker weg, genau, ist ja egal. Das heißt, der ist auch aktiviert, ne? Und ich bin dran, weil das eine nicht erfolgreiche Aktivierung war. Okay, so, die waren alle schon. Deswegen aktiviere ich erstmal den da, den einzelnen, auf die 5+. Ich muss nochmal, weil ich habe irgendwie kein Liquid hier. Erfolgreich, ja. Der Colonel steht da und ich habe auch Pink Grapefruit noch da in der Tasche. Ach, das war kein Erdbeer. Nee, das war das Pinkman. So. Ja. Also, mit der 6 erfolgreich aktiviert. Er chargt den mit dem Mantel. Also ihn. Du kannst es einmal ranstellen, ja, genau. So, und ich habe Melee 5. Euer normaler Raider hat Melee 4, also kriege ich plus 1, wenn ich schlage. 1 wird zu 2. Oh, reicht aber, weil du nur eine 1 hast. Geil. Das heißt, ich treffe ihn.
Ich habe eine Stärke mit Trock Light Weapon Stärke 7 gegen Defense 7, ne? Weil der hat ja eine Scrap Armor. Mhm. 5 bleibt eine 5. Moment, wer hat die Scrap Armor? 6. Der mit dem Mantel da, den habe ich gecharged. Ja. Ja, reicht. Also nichts passiert. Zweite Aktion, ich schlage. Eine 9 wird zu 10. Ich treffe dich. Selbes Spiel. Würfel gegen Würfel. 7. Ja. Moin, Junge. Gegen 8. Sehr gut. Okay. Aber er war erfolgreich aktiviert. Ich ihr habt die Marker nicht weggenommen, Jürgen. Weil die waren alle noch nicht aktiviert hier. Als nächstes aktiviere ich den Trock, der da einzeln vor dem Diner steht. Sehr gerne. Nicht erfolgreich. Eine Aktion. Dann lauf den mal bitte möglichst nah hier rüber. 5 oder 6? Der hat 6 Zoll. Über seinen Leichenbruder drüber. Scheißegal. Dann seid ihr dran. Der ist aktiviert, ja, ne? Ich gehe mal schwer davon aus, dass du das dahin geregelt, Chris. Ich versuche jetzt erstmal Günther zu aktivieren. Günther. Das ist. Ja. Habe ich geschafft. Ja. Zwei Aktionen. Eine Aktion ist de-jammen. Richtig, also Waffe repariert. Und zweite Aktion. So an die Ecke. Okay, das heißt, er ist aktiviert, aber ihr seid weiterhin dran. Ihr habt noch ihn, 4. Oh, und ihn auch im Nahkampf. Deadlift mache ich eben. Das war letzte Runde, wo du die umgekloppt hast. Ja. Ja. Ja, okay. Dann zwei Aktionen. Einmal bewegen. Und nochmal bewegen. Okay. Ja, da muss ein Marker hin, weil der daneben kann noch. Und es war ja erfolgreich, ihr seid also immer noch dran. Günther ist. Günther? Günther, nee, ist Günther, Gerd, Günther Gerd. War er, ne? Ja, Gerd ist noch. Gerd kann noch. Gerd im Nahkampf. Ja. Erfolgreich aktiviert, das Kacke. Jetzt, Moment, doch, ja, erfolgreich aktiviert. Ich schlag natürlich zu. Ja. Ich hab Mili 5. Du hast wahrscheinlich nur 4. Ja, ja, klar, war ja geradeaus. 3 gegen 2 reicht bei mir, plus 1, triffst mich nicht. Zweite. 6 gegen 1, triffst mich. Stärke gleich, also, nee, Moment, du hast jetzt eine improvisierte Waffe. Plus 1. Ja, dann hast du Stärke. Ja, Günther, ne? Raider Günther, Stärke 6 dadurch. Und du hast Defense? Defense 6. Ist ja kein Ding. 4. Gegen 7. Nicht geschafft. Das heißt, da ist wilde Prügelei, aber keiner stirbt. Das heißt, der Nahkampf bleibt bestehen. Und ja, ihr habt immer noch 4. Was hat Bob und 4 ist noch dran? Ne? Und Bob, richtig. Was hat denn 4 für Nahkampfwert? Gar keinen. Nee. Also schlägt mit Fäusten. Also Nahkampfwert hat er, klar. Aber was hat der? Mili 5 und Stärke 6. Jo, aber da er mit Fäusten schlägt, ist es, glaube ich, minus 1. Müssen wir gleich mal gucken. Weil er hat ja nichts an Waffen. Er hat ja das Laserauge... Hat ja keine Pistole mehr dazu. Ich mach erstmal den Bob. Mhm. Nicht erfolgreich, eine Aktion. Unkonzentriert auf den Typen schießen, ja, oder was? Ja, ja. Das ist eine 6 plus, weil er hat sich nur einmal bewegt. Trifft nicht. Dann bleibt noch 4. 4. Nicht erfolgreich aktiviert. Jetzt die Frage, ob er mit einer Aktion den gecharged kriegt oder nicht. Weil mit Move 5 über das Auto da drüber, müsst ihr mal gucken. Oder kann der durch die Scheiben schießen auf den... Move 5 schafft er den aber zu chargen, ja, auch um das Auto. Könntest du machen. Würde ich auch machen. Weil beim Gegenangriff hat er auf jeden Fall schon mal einen... Den Mini-Wert schon mal einen weniger. Dann machen wir das. Okay, also er ist in Base-Kontakt, hat jetzt mit dem Charge einen Schlag.
Er hat Melee 5, hatten wir gesagt. Hat Melee 6 durch seinen Partner da. Das heißt, ihr seid einen besser als ich. Also kriegt ihr plus 1. Ich habe eine 3. Ihr habt eine 3. Ist noch ausgeglichen. Also nicht getroffen und fertig damit, ne? Gut, das heißt, ich habe noch meine 3 Leute. Ich aktiviere den ersten. Nicht erfolgreich, also einmal nur hier rüber bewegen, bitte. Den Typen mit nacktem Oberkörper, auch nicht erfolgreich, auch einmal darüber bewegen. Und den anderen zweimal bewegen, hier so rum, also Richtung zum Nahkampf. Da. Junge. Ja, Move 6, also 12. Da rein? Ja, ja, in die Richtung da. Kann ich chargen? Nee, ne? Nee, doch. Nee. Ach, den, nee, über Gelände und so. Auf, du könntest den Roboter chargen, aufs Dach auch. Okay, dann charge ich den Roboter. Dann gleicht sich. Der ist da dran. Ja, dann gleicht sich der Melee-Wert wieder aus. Das heißt, ich habe einfach Würfel gegen Würfel. Ist nix. Und 2. Und ihr habt, wenn er eine 1 würfelt. Nee, nicht getroffen. Das heißt, alles ist bewegt. Die Giftwolke einmal bewegen und 2 Zoll wieder so ein Stück da ans Gebäude dran. Da ist echt Windstille. Hier oben rauf oder was? Ja, oder so. So wie es ja, passt. So. Und Spawnen von Trox. 2 habe ich noch. Platte 1. Die habt ihr irgendwie alle übersehen, Junge. Ich kann es mir nicht anders erklären. Und man sucht die. 15 Zoll, ja, ach so. Ja, wären wieder 3 gewesen. Krass, 3-mal am Stück immer Maximum. 15 Zoll, das wird. Vorhin war 18 im Diner, knapp davor. Ja. Ja, der saß die ganze Zeit da, Junge, ihr habt nur nicht gesehen. Ob das vielleicht durch irgendeine psionische Aura oder so gewesen ist, man weiß es nicht. Okay, das heißt, Runde zu Ende, wir müssen gucken, wer anfängt. Willst du irgendwann auch mal einen Break machen in diesem Video? Weil no. Dann schneidest du den nochmal, weil das ist zu lang. Das ist ewig. Nein, guck mal, das sind jetzt 15 Minuten. Pass auf, wir würfeln jetzt aus, ja, wer... Ja, Akku wechseln, das ging eigentlich in deinem Zug. Wir würfeln jetzt aus, welche Partei anfängt, dann machen wir die Runde komplett. Es sei denn, es passiert etwas Unvorhergesehenes, das zeigen wir euch. Ansonsten zocken wir jetzt einfach. Ich habe eine 5. Die haben eine 7 und das sogar auf dem, nee, sogar auf dem W10. Okay, das heißt, ihr fangt an und wir sehen uns wahrscheinlich nach der Runde. Runde vorbei und es ist ein bisschen was passiert. Unter anderem ist hier vor der Tür, sind alle Trox kaputt gehauen worden, nur die Mutter Bertram hat es dann nicht geschafft, die Tür aufzubrechen, weil sie nämlich nur eine Aktion hatte. Also sie ist einfach nur an die Tür gegangen, steht jetzt da. Hier auf der Karre ging es ordentlich ab. Trox sind noch da reingeschatscht, ein Trox ist von Gerd umgehauen worden. Detlef ist noch da hoch, konnte aber nicht verwunden. Dahinter seht ihr, dass mein Trock den Bob kaputt gehauen hat. Ein anderer Trock ist nachgezogen. Und hier, nachdem Günther es nicht geschafft hat, einen Trock abzuschießen, sind 2 geschargt in den Nahkampf, konnten aber nichts machen. Der Trockkönig steht noch da hinten an der Ecke und wundert sich über Detlef mit seinen Badelatschen auf dem Auto. Ja, und dann habe ich keine Trox mehr zum Nachspawnen, weil alle auf dem Spielfeld sind. Bewegen wir einmal die Toxic-Wolke. 1 Zoll darunter, also steht sie jetzt genau, oder steht hier genau auf der Kante oder so. Ja. Okay, dann müssen wir gleich die Marker entfernen. Noch immer sieht man nicht Alfalfa. Ja, und wir müssen aber gucken, wer anfängt. Das sollten wir vielleicht kurz machen. Dann können wir nämlich weiter zocken. Ich habe eine 6, ihr habt eine 5. Das heißt, ich fange an. Oh ja, wieder schönes Nahkampfgemosche. Und dann, sofern nicht irgendwas anderes Bedeutsames in dieser Runde passiert, sehen wir uns gleich. Neun
Voltbox für eine kleine LED. Ja, hält stundenlang hält ewig. Hält aber ewig. Bis der Arzt kommt. So, wir befinden uns mitten in der Runde und es ist schon ein bisschen Action passiert. Das ist gerade aber nicht so wichtig. Viel wichtiger ist, Bertram hat die Tür eingeschlagen mit der Axt, ist dann ein Stück zurückgegangen, weil sie ist ja ein bisschen doof, kann nicht so gut hacken, hat sie gecheckt. Bernd vorbei, hat das Terminal gehackt, just in diesem Moment geht so ein Signal los, der Code erscheint auf dem Bildschirm und in dem Teil, also in dem, man könnte meinen, es wäre ein Bauwagen, spawnen Alfalfa. Und wenn jetzt einer von euch sagt, ja, Moment, die hätte man ja sehen können, wenn man hier vorbeiläuft oder so. Es sind Psioniker, sie sind verschleiert. Und ich hätte sie aufgedeckt, ich weiß, da könnt ihr jetzt sagen, ja, ja, sagt er so, aber ich hätte sie aufgedeckt, wenn ihr tatsächlich reingegangen wärt, also an direkt dran oder so, dann hätten die sich nicht tarnen können. Ist aber auch eine Assi-Nummer, weil dann direkt im Nahkampf oder so irgendwie. Dann können die was machen oder weil ich habe es immer noch nicht nachgelesen, aber dieses Psychic Bolt, also diese Blitze schießen oder so, vielleicht ist das ja geil. Also deswegen, so ist nicht schlecht. Das Ding geht an, ein riesiges, hochfrequentes, kreischendes Signal geht hier irgendwie überall rum. Die beiden so, normalerweise, wenn sie spawnen, kommt erstmal mal so ein Hoho, aber völlige Panik. Irgendwie ist da jetzt gerade was, die Hirne sind voll am Wabern und so. Aber weiteren Schaden haben sie noch nicht genommen. Nur ihr Feld bricht in sich zusammen, dieses, was sie vorher getarnt hat. Und hier stehen Alfalfa. Und so wie es im Moment aussieht, sind die beiden möglicherweise gezwungen zu handeln. Ne? Ich habe jetzt hier gerade schon, ich bin nicht weiter in den Nahkampf gegangen, sondern es galt, dieses Teil zu verteidigen. Das hat nicht funktioniert. Das heißt, jetzt heißt es, wir müssen unter allen, eigentlich muss ich gar nicht verhindern, dass ihr die Matratze holt, weil für die war es wichtig, dass ihr das Ding nicht hackt. Die haben mit der Matratze eigentlich mal so gar nichts an der Mütze. Die Matratze ist dir scheißegal. Ja. Jedoch dringt ihr ja vielleicht in das Gebiet des Trockkönigs ein. Und daher kommt die Motivation. Möglicherweise. Ich glaube, das würfel ich gleich aus. Wir gucken mal. Auf jeden Fall ist das gerade passiert. Wir zocken die Runde zu Ende. Der Code ist ergattert. Und wie wir vorhin gesagt haben, er weiß jetzt den Code, sonst keiner. Weil die können nicht lesen von da hinten oder so, so läuft das nicht. Ne? Sondern man kann den Code jetzt weitergeben in bis zu 6 Zoll oder er muss halt da hinten hin und das Ding aufmachen. Das kann nur durch dieses... Flüstern in ein Ohr. Es ist geheim, hallo. Geheimer Code. Ja. Kannst nicht einfach rumbrüllen. Nein, das geht nicht. So. Weil es ist ja auch so nah am, am Ziel. Man möchte ja jetzt auch nicht, dass jetzt nicht kocht, noch versauen irgendwie. Richtig. So. Oh ja. Okay, das heißt, wir spielen die Runde mal zu Ende. Es ist inzwischen dunkel geworden. Das ist aber nicht so schlimm, wir zocken einfach weiter. Runde vorbei und weiter ist es gegangen. Leider nicht mehr wirklich großartig erfolgreich im Nahkampf. Ich weiß nicht, ob es schon erwähnt war oder nicht. Detlef ist auf jeden Fall tot. Die sind im Nahkampf gebunden. Er ist frei. Die beiden Trocks sind hier. Hier ist nichts passiert im Nahkampf. Der Trockkönig ist dann ein Stück weiter um die Ecke gekommen, um ein bisschen besser zu sehen. Er hat nämlich jetzt wieder den Vier und Gerd im Blick. Hier vorne wurde er erfolgreich gehackt. Psionische hochfrequente Welle. Bertram ein Stück zurückgegangen, Bernd hat den Code, Chuck ist ein Stück hier rüber, war leider nicht erfolgreich aktiviert und Alfalfa haben sich noch in dieser Runde dazu entschlossen, nicht einzugreifen. Ich mache das nämlich so, eigentlich interessiert es die nicht, was mit der Matratze ist, aber sie haben ja eine psionische Kopplung zum Trockkönig und er ruft quasi psionisch, Junge, die wollen gleich hier rüberkommen, die machen hier, die dringen in mein Reich ein. So, die Nummer. Die beiden interessiert es eigentlich nicht, aber das Rufen des Trockkönigs wird immer stärker. Und deswegen wird es so sein, dass in dieser Runde war das nur auf 6 oder besser, dass die was machen. Habe ich nicht gewürfelt, eine 5 und eine 4. In der nächsten Runde wird es auf 5 oder besser sein, dass die was machen. Dann auf 3 oder besser und immer so weiter. Und zum Profil, ich habe nämlich jetzt mal die Psi-Liste geguckt, der Psychic Bolt, den die können, der ist verdammt stark und zu stark für dieses Spiel hier, das war so nicht gedacht.
Deswegen haben wir das Profil etwas geändert. Er hat nur eine Reichweite von 12 Zoll mit Stärke 7, kein Small Blast, sondern nur quasi wie ein einzelner Schuss. Und ja, das ist halt nur so ein kleiner Blitz, so ein Stechen irgendwie, was dann da aus dem Hirn fährt bei denen. Ne? Den die ja auf jeden Fall können. Und als zweite Kraft würfelt man immer aus, was sie für diese jeweilige Runde haben, wenn sie denn erfolgreich aktiviert haben. Okay, aber das war's zu der Runde. Im Prinzip geht es jetzt für Bernds Banditenbande darum, sich rüber zu bewegen ins Cash and Loans und dort die Matratze endlich einzusammeln, denn sie haben jetzt den Code. Und für meine Trocks, ja, eigentlich war ja der Sinn und Zweck der Sache, das hier zu schützen. Das ist jetzt nicht mehr der Fall und da der Trockkönig andere Pläne hat, haben sich auch die Pläne der Trocks geändert und inwieweit, das erfahrt ihr gleich. Aber wir müssen einmal gucken, wer anfängt. Wo ist hier zum Beispiel Bernds Bande, oh, hat einen Crit, also eine 10. Ich habe eine 1, das genaue Gegenteil, das heißt, ihr fangt an. Und wieder eine Runde um und ja, Bernds Banditenbande leidet, denn auch jetzt wurde wieder ausgewürfelt, ob Alfalfa sich einmischen. Al hat eine 5 plus geschafft, ist hier rausgekommen, hat seinen Psychic Bolt abgeschossen auf Bertram und direkt umgeklatscht. Das heißt, sie liegt jetzt da und warum genau wollt ihr jetzt noch die Matratze holen, wenn sie doch tot ist? Weil Bert seiner Mutter versprochen hat, dass sie die Matratze bekommt und darauf zur ewigen Ruhe getragen wird, damit sie in Frieden da liegen kann. Und weil ihr als Banditen alles Ehrenleute seid, macht ihr das natürlich aus und lasst sie nicht einfach da verwesen. Erstmal lassen wir sie schon liegen. Wir müssen ja die Matratze holen. Ja, macht ja auch Sinn. Sie wollte es selber so. Weißt du, liegt da möglicherweise nur verwundet, aber... Selber schuld. Ja. Die wollte es so. Gut, deswegen bewegen sich Bernd und Chuck weiter hier rüber, um irgendwann mal dahin zu kommen. Die Giftwolke ist hier rüber geschwebt, ist inzwischen hier. Ja, er hat nicht erfolgreich aktiviert, oder das interessiert ihn einfach im Moment noch nicht. Er bleibt da drin. Hier vorne ist beim Roboter nichts passiert im Nahkampf. Er hat es völlig verkackt, den einen Zombie abzuschießen, auch wenn es ein Trock ist und kein Zombie. Die beiden Trocks haben Günther umgeklatscht, also zumindest der eine. Der zweite hat sich etwas hier rüber bewegt, ebenso wie dieser und dieser. Das heißt, die Trocks marschieren langsam zu ihrem Führer in das Trockreich. Wahrscheinlich ist da auch wieder so ein Befehl unterwegs oder psychisch irgendwie so, ist die Erklärung auf jeden Fall. Denn... auch wenn es Alfalfa nicht interessiert, was mit der Matratze ist, den Trockkönig interessiert es, denn er denkt hier, dass sein Reich bedroht wird, welches sich hier befindet, direkt neben diesem Gebäude. Deswegen guckt er auch die ganze Zeit so interessiert und jetzt sieht er, dass die alle hier rüberkommen. Okay, wir müssen nur kurz gucken, wer anfängt und die Wolke bewegen, denn das könnte jetzt tatsächlich mal abgehen mit der Wolke. Machst du die Wolke oder? Ja. Oh, schade. 4 Zoll in Richtung Parkplatz. Mitte. Richtung Parkplatz, also so da, ne? Ja. Ja, dann müssen wir nur gucken, wer anfängt. Ich habe eine 8, ihr habt eine 7. Das heißt, bei mir geht's los und wir gucken mal, wie die Runde läuft. Wir befinden uns schon wieder mitten in einer Runde und Folgendes ist passiert. Irgendwie möchte Bernds Vagabundentruppe einfach nicht Alfalfa in Ruhe lassen. Ich verstehe nicht, warum. Die sollen einfach gehen. Die wollen doch nur eine Matratze. Bernd ist aber irgendwie ausgetickt und meinte, er müsste mich angreifen. Hat er auch getan, hat es aber nicht geschafft. Dann habe ich einen Riesenfehler gemacht, denn Falfa, also Al hier und Falfa hat aktiviert, hat aber nur eine Aktion, ist hier rausgekommen. In dem Moment hat er gemerkt, oh oh,
Da kam aber schon direkt die Pumpgun-Ladung hier rüber, hat ihn zerfetzt. Und jetzt, Junge, psionische Rückkopplung, weil ein Teil der Einheit ist quasi zerstört und wir müssen jetzt auswürfeln, ob was passiert. Und wir haben uns das so gedacht, 1 bis 3, er hier platzt einfach und ist weg. 4 bis 6, er mutiert zu einem wesentlich übleren Viech. Ja. Schauen wir mal, ob er mutiert. Ach so. 1 bis 3, er platzt einfach. Ja. Oh, er platzt. Er platzt. Schade. Und weil unser Mutant wäre geil gewesen. Wir haben lange gesucht nach einem passenden Modell und wir haben uns überlegt, eine Mischung aus Technologie und Monster. Weil, in Vollendung in quasi. In Vollendung wäre er gewesen. Man beachte auch die Füße. So. Und Technologie. Mega. Wäre aber ein geiles Männchen gewesen. Das wäre richtig geil gewesen. Aber gut, er ist geplatzt. Genau, es hat nicht sollen sein. Er ist geplatzt, psionisch. Das Hirn ist explodiert und all Falfa sind raus. Bert ist also wieder frei. Das Spielfeld ist so ziemlich geebnet. Wären da denn nicht die Trocks, die sich gerade zurück zu ihrem König bewegen? Aber wir sind noch mitten in der Runde. Wir machen die mal fertig und kommen gleich wieder. Runde vorbei. Es wurde noch ein bisschen auf dem Roboter 4 rumgehauen. Dieser hat sich übrigens deaktiviert vorhin. Das heißt, er steht da jetzt erstmal deaktiviert, muss gleich sich wieder aktivieren mit einem Intelligenztest plus 2 nicht, weil er ein Scrapbot ist. Allerdings haben meine Trocks draufgehauen. Wie wild, es ist aber nichts passiert. Die anderen Trocks haben sich weiter, ja so lief es ab. Immer auf diesen Blechhelm da drauf. Aber nichts passiert. Die anderen Trocks bewegen sich weiter nach hinten, gerufen von ihrem König. Hier vorne ist nichts mehr, weil alles geplatzt ist. Da stehen nur noch Bernd und Chuck. Und deswegen müssen wir jetzt einmal wieder die Giftwolke bewegen. Das könntest du kurz machen, Dennis. Einmal entweder W8 oder W10, such dir aus. Wir haben vorhin auch mal... Oh, 8 Zoll Richtung... Nicht ganz Richtung Haus, hinters Haus wahrscheinlich, genau. 8 Zoll wäre vor das Haus. Ja, ja, so irgendwie. Okay, da ist jetzt die Giftwolke. Greift tatsächlich die Giftwolke nochmal ins Spiel ein. Zu spawnen gibt es nichts mehr. Wir müssen nur würfeln, wer anfängt. Das aber jetzt mit dem W10. Das ist ein W8. Ihr habt eine 3. Ich habe eine 5. Dann fange ich an und wir sehen uns gleich. Nun geht es ein bisschen schneller, da die Runden kürzer werden, weil einfach mehr Leute schon kaputt gehauen sind. Die Trocks bewegen sich weiterhin zu ihrem König. 2 sind hier in Formation gegangen und schützen die Tür zusammen mit ihrem König. 4 hat sich erfolgreich reaktiviert, wurde allerdings dann von einem Trock kaputt gehauen. 4 ist deshalb ausgeschaltet, der Trock ist hier rübergelaufen, der zweite steht noch auf dem Auto und wartet. Gerd hat nicht geschafft, erfolgreich, trotz Konzentration, ihm in den Rücken zu schießen. Chuck, der zwar den Code nicht kennt, aber realisiert hat, dass es ja hier eine Hintertür gibt, übrigens im Gegensatz zu den Trocks, die haben das irgendwie nicht verstanden, befindet sich schon hier, relativ nah an der Wolke, aber halt wie gesagt ohne Code, nur mit Code würde man reinkommen. Bernd hinterher hat Chuck gar nicht erst gerufen, weil er hört sowieso wieder nicht zu. Das heißt, wir müssen einmal gucken, in welche Richtung die Wolke geht, gucken, wer anfängt und dann geht's schon wieder los. Einmal die Wolke. Okay, 2 Zoll in die Gasse da so ein Stück. Ja. Sehr gut. Dann nur mal gucken, wer anfängt. Jetzt mal richtig hier. Eine 5. Halb richtig. Ja, halb. Gegen eine 9. Immer würfelt der so. Ich fange an. Mann, no. Der Junge. Ja, wer kann, der kann, ne? Genau so. Es ging weiter. Die Trocks sind weiter nach unten gelaufen, bringen sich in Formation, um das Cash and Loans zu verteidigen. Oder eigentlich ja nicht das Cash and Loans, sondern...
das Königreich der Trocks. Also möglicherweise bewegen die sich gleich nochmal ein bisschen. Ein Trock allerdings hat umgedreht und ist zurückgelaufen, weil ihm fies in den Rücken geschossen wurde. Nur es ist nichts passiert. Ist in den Nahkampf gegangen, konnte aber nicht treffen beim Zuhauen. Hier war eine geile Action. Chuck hat irgendwie die Wut des Bernds gespürt im Rücken. Und nachdem Bernd leider nur eine Aktion hatte, nur einmal laufen konnte, in Base-Kontakt mit Chuck, ist Chuck aber nicht direkt losgestürmt wieder, sondern hat durch ein hochkomplexes System von Augenklimpern und Lauten den Code in Erfahrung gebracht. Bernd hat ihn quasi übermittelt. Das heißt, beide kennen jetzt den Code. Ja, dann müssen wir diese Wolke noch einmal. Aber ich meine, die hatten auch nichts Besseres zu tun hier neben der Wolke, als sich über sowas zu unterhalten. Aber gut. Oh, 9 Zoll, aber direkt Richtung Bus, ne? Ja. Also habt ihr Glück gehabt, wa? Ja, geht so, weil das versperrt jetzt hier voll den Weg. Aber jo, stimmt, ist doch nicht ganz geil. Hätte ja nur 9 Zoll auch dahin, aber tatsächlich. Geil. Gut, das heißt, wir gucken nochmal, wer anfängt. Ich habe eine 1. Ihr habt eine 2. Okay, das heißt, Bernds Banditenbande startet. Und ja, dann gucken wir mal, wo das noch hinführt. Ich spiele die ganze Zeit schon mit. Also, wir sind mitten in der Runde. Der Trockkönig hat nicht erfolgreich aktiviert, er hat nur eine Aktion, aber die Order geht jetzt an alle, nachdem nämlich der Gerd gerade umgehauen wurde. Zieht euch zurück in das Haus rein, da kommen irgendwie zwei so voll irre. Und er geht durch die Tür, was er jahrelang vermieden hat, nachdem er sie eingetreten hat, geht durch die Tür und er erblickt... Er ist wieder da. Oh! Kundschaft! Und der Trockkönig, obwohl er eigentlich ja nicht wirklich spricht, schon so nein, kommt ihm über die Lippen. Aber das ist auch völlig egal, was ihm über die Lippen kommt, denn schon geht's los. Ich stehe hier schon seit 2 Jahren und keiner kommt vorbei. Und es ist auch so heiß hier. Und ich habe so viel Waffen. Ich habe ein tolles Angebot. So viel Ware. Aber es kommt keiner. Seit 2 Jahren kommt keiner vorbei. Und der guckt schon immer hier aus dem Fenster raus. Aber, ne, und da läuft auch so immer mal. Raus, dann macht der so komm her, Junge, hier, guten Preis, hier. Und er kommt nicht. Aber er kommt nicht. Oder auch, weil er weiß, dass der Trockkönig hier wohnt, er lugt zwischendurch mal so aus der Tür raus. Und er geht auch nicht raus. Nein, er muss ja auf seine Ware aufpassen, logischerweise, ne? Die Frage ist, der Trock, voll der Killer-Typ, warum hat er den nicht längst weggeklatscht, um Ruhe zu haben? Man weiß es nicht, er führt Schriftrollen mit sich. Vielleicht, magisches Zeug. Eventuell. Dem Typ, hat ihm schon mal irgendjemand was getan? Eigentlich nicht, ne? Nee, der ist immer irgendwo mitten in der Action, aber der hat auch mal den Stuff, der wird auch nie ausgeraubt. Nö. Weil hier hinten, feinste Waren. Auch hier, feinste Waren, aber noch. Alles offen liegt da rum, keiner packt die da um den rumfliegen, Arme und Beine. So. Und man darf ja auch nicht vergessen, es geht in dieser Mission um eine Matratze. Also bitte, ja, mal ein bisschen Prioritäten setzen. Ist aber die letzte Dunlopillo. Ja, die muss. Vor allem, was für eine Mühe, ne? Der schleppt ja die ganze Scheiße. Ja, sicher. Wie der sich hier mal auch einrichtet dann. Ja, ja. Jetzt hier mit Waffenschrank. Der richtet sich komplett zusammen. Ein, den hat er zusammengezimmert, weil er kriegt ja auch immer mehr Stuff. Man weiß auch nicht, wo er den Stuff herkriegt, aber der hat das geilste Zeug. Es kommt immer mehr dazu. Aber das interessiert keinen. So viel mit. Die denken nämlich alle, das ist irgendeine Fake-Scheiße. Ja. Weil so viel geilen Stuff kann keiner haben. Deswegen gehen die da gar nicht hin. So sieht's auf jeden Fall aus. Oh, Moment, so rum. So sieht's aus. Und ja, der Trockkönig nicht erfolgreich aktiviert.
Das heißt, meine anderen Trocks sind noch dran, nachdem er aber getötet wurde. Ist jetzt eigentlich nur noch die Frage, was Chuck und Bernd hier machen. Laufen sie durch das Gift? Bleiben sie da stehen? Knacken sie ein Auto? Man weiß es nicht. Also, was macht er, Leute? Ja, was macht er? Ja, was macht er? Können die umgehen? Kann die da durch? Er könnte theoretisch hier, so wenn ich mir das Base angucke, sogar hier. Könnte er daran dran, so. Auf High Risk so dran vorbei? Ja, wir probieren mit. Ja, der Typ mit Gasmaske ist ja leider tot schon. Der ist schon platt, scheiße. Also, Chuck aktivieren. Chuck. No. Weil er müsste Metal 5 nur haben. Trotzdem so nah da rangehen, weil er ist eine harte Sau oder was? Okay, das wird auf jeden Fall hier gerade noch überlegt und dann sind wir gleich wieder da. Rundenende und auch wenn eine gewisse eigenartige Atmosphäre hier drin herrscht, hat der Trockking seine Untergebenen hier reingerufen. Zwei halten Wache, er ist zurückgelaufen. Also, wenn das mal nicht gesichert ist jetzt hier, ja, da kommt keiner so leicht rein. Auch das Fahrradschloss, falls es mal nicht halten sollte, das ist jetzt geschützt. Und der Lebensraum hoffentlich gesichert. Aber was machen denn die beiden Vagabunden hier hinten? Bernd, erstmal Chuck, nicht erfolgreich aktiviert, wollte eine aber ganz großartige Aktion machen und hier diese Wolke umschleichen. Hat aber nur einmal aktiviert, steht jetzt also hier. Bernd hat dann die Aktion mit dem Umschleichen gemacht und ist halt eine harte Sau, steht jetzt hier direkt neben dem Toxic-Ding. Und wir müssen mal gucken, in welche Richtung sich das Gas jetzt bewegt. Das können wir jetzt noch kurz live machen. Hier auf dem Parkplatz. Boah, Glück gehabt. Oh, scheiße, Junge, in meine Leute rein, oder was? 9 Zoll. In den Trock, aber voll hier oben drin. Das Geile ist, unser Verkäufertyp. 2 Jahre bin ich hier. Oh. Der hat die geilste Gasmaske natürlich, weil der nimmt den feinsten Stuff. Ist doch klar. Der zieht sie automatisch schon so. Der kennt das. So. Oh Gott, guck mal. Alle auf den Boah, scheiße, ihr müsst das hier raus. Das heißt, hier stehen jetzt gleich Tests an für den Trockkönig und die Trocks. Das machen wir gleich einfach alles, denn das Band wird knapp. Und dann sehen wir uns nach der nächsten Runde wieder. Er sorgt für Cover. Ja, Junge. Eine Mischung aus German und Englisch. Ja, schon cool. Muss sein. Ja, es ging nämlich hier um fürs Cover sorgen, weil die beiden sind einfach zu blöd, bis dahin zu laufen und diese komische Tür aufzumachen. Bernd ist genau nicht dahin gekommen, Chuck sowieso nicht. Er stylte einfach mal noch mal eine Runde rum, kein Problem. Das ist auch ein geiler Typ, ne? Und diese toxische Wolke hat Folgendes gemacht. Der Trockkönig hat einen Lebenspunkt verloren, hat nur noch einen. Seine beiden Kumpanen, denen ist nichts passiert. Und dementsprechend stehen die jetzt immer noch im Gas. Allerdings wird sich das Gas jetzt vielleicht verziehen. Müssen wir mal würfeln. Wo geht's hin? Würfel, Würfel, Würfel. 5 Zoll. Da so hinters Haus. In die Torkbude. Ja, mega. So, er hat übrigens natürlich seine direkt nicht integrierte, aber unter seiner Kapuze sitzende Gasmaske, die ist von selbst runter einfach. Ihm ist nichts passiert. Der hat die beste Gasmaske, die macht ihn komplett resistent. Ja, und jetzt geht es eigentlich nur noch darum, ob diese Tür endlich mal gehackt wird oder nicht. Das heißt, ich glaube, wir würfeln einfach gar nicht, wer anfängt, denn meine Leute bleiben sowieso stehen. Ihr habt jetzt nur noch den Job, müsst ihr die hacken oder könnt ihr die einfach aufmachen? Wir müssen die ja nur aufmachen, ja, in den Code. Ja, das heißt, einmal aufmachen und einmal die Matratze einsammeln. Ja, einmal drauflegen. Ja. Bernd? Bernd. 2 Aktionen. Jawohl. Erste Aktion. Er macht das Ding auf. Hackt mit der Axt die Coaster ein. Macht nichts. Oder ging das bei dir?
Doch, das geht bei der. So, zweit. Ja. Geht er rein. Legt sich einfach auf. Der Trockkönig fragt sich, was für ein Geräusch er da hört. Er hat noch nie realisiert, dass es auch hinten eine Türe gibt. Das heißt, alles, was hier vorne gesaved wurde, ist relativ für einen Sack. Die Matratze ist erreicht, nur es ging ihm ja nie um die Matratze. Und ist bequem, das Ding? Ist geil. Hat sich gelohnt. Ne? Hat sich also richtig sechs, gelohnt, sechs Leute haben sich echt dafür den Arsch aufgerissen. Ja, aber hat sich gelohnt. Ja. Ist ja für die Mutter. Ja. Das heißt, im Prinzip ist das Spiel jetzt zu Ende, denn ich hatte gerade schon gefragt, ob die beiden die Trocks noch angreifen wollen, um sie einfach hier irgendwie zu nerven oder so. Wollen sie nicht. Dementsprechend ist dieses Game jetzt vorbei und wäre es nicht einfach nur so ein Szenario und Just-for-Fun-Spiel, könnte man jetzt ja bei allen noch auswürfeln, ob sie sterben oder nicht. Vielleicht machen wir es nur für die Mutter, oder? Gucken, ob sie wirklich tot ist und mit der Matratze beerdigt wird oder eben auch nicht und ob sich der Einsatz gelohnt hat. Dafür, liebe Tabletop-Freunde, wisst ihr ja, dass man hier hinten in dem Buch, wenn man, oder auch in der PDF hinten, wenn man eine Kampagne spielt, dass es hier so eine Tabelle gibt für, hier, Campaigns, so eine Tabelle gibt für das, was halt danach passiert, so hier aufsteigen, wie auch immer. Was uns aber nur interessiert, ist, ob jemand verletzt wird oder nicht. Injury Table, Survival Table. Hier drauf muss man würfeln mit einem W10. Das heißt, würfel doch mal bitte einen W10 für Bertram. Bei 1 wäre er tot, oder sie? Eine 5. Wäre nur banked up, bekommt minus 1 auf alle Würfe im nächsten Kampagnenspiel. Aber erholt sich ansonsten vollständig. Das heißt, es hat sich gelohnt. Bertram ist glücklich mit der geilsten Matratze der Welt, wahrscheinlich wirklich, die es jetzt noch gibt. Das ist nicht diese Matratze, sondern es ist die andere. Ich hoffe, das hat sie auch sofort gemerkt. Deswegen ist sie jetzt aufgesprungen, so, das ist nicht die Matratze. Und sucht den jetzt. Und er natürlich alles getan, damit sie ruhig liegt und so, hat schon gedacht, die wäre tot. Und jetzt kommt sie an und dann haut sie dem natürlich erst mal erste Aktion. So, und aber Mama, ich hab doch hier, du hast mir die Scheiße hier untergeholt. So, ne, erstmal. Ja, mega. Ja. Ja, Leute. Jetzt bauen wir nochmal kurz um. Und dann gibt's nochmal ein kurzes Resümee mit unserem Gast, wie er denn das Spiel gefunden hat. Dafür baue ich hier mal gerade dieses mega Stativ um. Ist das wirklich alles? Hab ich ja gesagt, das ist so ein bisschen. Cool. Ja. Ja. Angefangen? Vor Stunden. Boah, hat echt lang gedauert, die Runde. Ja. Normalerweise geht es ja irgendwie schneller, ne? Oder? Wobei, auch das sagen wir eigentlich jedes Mal, aber irgendwie dauert es dann immer so. Weil immer die Geschichten drumherum und so. Also Story war mega cool, fand ich richtig geil, ist aber irgendwie nicht so gelaufen. Also das geiles Spielfeld gebaut. Problem war, Danny hat immer auf die 1 geworfen, bis auf einmal auf die 2, ne? Ja, also genau, in der ersten Runde ein einziges Mal auf der zweiten Platte gespawnt, ansonsten immer alle auf der ersten. Das hat dafür gesorgt, dass da so ein Knubbel entstanden ist, wo dann Massenschlägerei war und dadurch ging es auch nicht voran. Wir kamen nicht weg, weil immer wieder kam trotzdem nach, auch immer direkt 3, ja, immer direkt auch zum das Laufen. Wichtig. Ne? Also das war so ein bisschen, das hätten wir uns gerne noch ein bisschen verteilt. Naja, aber jetzt hast du einmal das Spiel gesehen. Und jetzt weißt du, wie es ist. Jetzt ganz ehrlich, was findest du, wie findest du das? Nee. Oder? Ja. Ja. Ganz ehrlich. Ja. Ja, mega. Ich habe selten so viel Spaß gehabt. Wirklich. Was lügt er jetzt? Was lügt er jetzt? Nee, echt. Geil. Ja, coole Sache. Auf jeden Fall. Sehr zu empfehlen. Du als erfahrener, was für 40k-Spieler und sowas, ne? Also ja, die ganze ja, EW-Sache. Regelmäßig oft viel. Und ja, kein Vergleich. Kein Vergleich. Doch jetzt. Alter! Nice, mein das kaufen wir dir jetzt so nicht an. Aber hallo. Nee, wirklich. Also, es ist halt mal was anderes. Es ist was anderes, auf jeden Fall. Nein. Wie ist das mit wenigen Figuren zu spielen? Oder findest du das eher scheiße oder gut mit so Charakteren? Übersichtlicher. Ist übersichtlicher und du hast dann einzelne Leute, ja. Und
wenn du darauf stehst, ist das halt einfach geil, weil du deine Charaktere hast. Das sind deine Leute, du kennst sie und du hast deine Geschichten halt nicht so um die Leute. Und das ist halt geil. Ja, die Geschichten haben wir heute wieder im Menü, ne? Ja. Ja. Alles rein. Vor allem auch so spontan wieder. Ja. Und das macht echt Spaß. Und wie gesagt, wenn man es mag, geil. Ich finde es super. Ja. Ja. Ich glaube, nächste Aktion bei mir. Erstmal eine Warband zusammen kaufen. Ja. Da kann man sich erstmal natürlich im Internet auslassen. So oder so, ne? Wir hatten vor dem Spiel mal drüber gesprochen. Man kann ja jetzt zum Beispiel hingehen und sich irgendeine fertige kaufen oder ein paar Minis holen, wo man sagt, oh, die sehen aber cool aus, man kann sich hinsetzen, erstmal eine machen, aber das Thema alleine, sich eine Warband machen, da kann man ja schon Wochen mit verbringen, aber locker, ja. Wenn man den möchte. Ich weiß gar nicht, wie sieht das aus, du weißt das besser, in diesem freien Regel-PDF, was man sich runterladen kann, sind da schon die Warbands? Nee, es gibt so ein Ding, was man sich runterladen kann. Das ist so eine Art Kickstart-Spiel oder sowas, so, ja, wo man halt einfach mal gucken kann. Da sind für zwei Beispiele Warbands, also ich glaube, es sind auch tatsächlich Raider und Peacekeeper, es sind keine kompletten Warbands, aber da stehen ein paar Typen drin mit den Stats und allem und so, und dann kann man mit denen im Prinzip zocken so. Ich glaube, da stehen nicht alle Regeln drin, also zum Beispiel nicht alle Waffenprofile und sowas, aber es stehen die Sachen drin für die Typen, die man da einsetzt. Das heißt, wenn man da einfach mal so reinschnuppern will, man will sich jetzt nicht das Regelwerk kaufen für, ich glaube, $20 oder sowas auf der Seite direkt als PDF, dann ist sowas vielleicht nicht schlecht, um mal da reinzugucken. Aber ich glaube, um sich so eine richtige Warband zusammenzubauen, dafür reicht das nicht, weil da fehlen alle möglichen Sachen. So, ne? Die Listen von Waffen sehr wahrscheinlich. Ja. Ja, und auch welche Typen du nehmen kannst und sowas, weil da stehen nur so ein paar drin, die halt in diesem, wie so ein Testspiel oder so, die mit dabei sind. Ja. Naja, auf jeden Fall sehr cool, denn es war hier. Das war mir, ja. Das war halt mal cool. Ja. Sehr geil, also vielen Dank dafür. Ja, ich hab's verstanden. Weil, ne, neu immer mal, mit anderen Leuten nochmal spielen, immer geil. Ja, außerdem, das ist ja jetzt auch nicht gerade mal um die Ecke, ne? Ja, das ist echt scheiße. Ja. Ich würde ja wieder hier hinziehen an einer Stelle. Ja, eigentlich musst du jetzt hier zurück, ne? Job an Nagel hängen, schön auf Harz machen, so ein bisschen, hast viel Zeit zum Malen. Das ist doch geil. Williges Hobby, brauchst ja nur 8 Männchen, da kriegst du auch in Harz 4 hin. So. Da meine Frau das Video wahrscheinlich etwas aussehen wird, würde ich jetzt mal nichts weiter dazu sagen. Oh, ach so, ein Gruß an die Gattin. Nein. Nein, kein Gruß an die Gattin. Doch. Ja, was denn nun? Ja, auf jeden Fall machen wir jetzt hier Schluss, ne? Weil Video ist eh zu lang. Dings Band ist auch ausgegangen und ist echt spät. Ich habe gerade geguckt, wir haben jetzt schon 10. Also wir haben jetzt wirklich hier, weiß ich nicht. 5 Stunden. Ja, das ist echt krass. Ja, merkt man auch so langsam. Also jetzt ist auch irgendwie so. Ja gut, wir haben lange Warband erstmal gemacht und hin und her, auch was dazu erzählt, rein spielerisch war vielleicht 4 Stunden oder so. Ja. Pizza gefressen. Ja, trotzdem, also aber selbst so 4 Stunden mit so ein paar Mannequin auf 4 Platten ist schon echt eine harte Nummer. Aber regulär wäre es nach 8 Runden vorbei gewesen, ich weiß nicht, jetzt war meine Runde XY, keine Ahnung. Sicher. Ich habe ja immer noch Fragen gestellt, ne? Und man hat mir auch viele Sachen erklärt, ne? Du brauchst seine Zeit. Ne? Oh, fragt er schon wieder, hat er immer noch nicht gelernt. Ja, das war auch echt nervig. Ja. Oh ja, deswegen auch keine Leute mehr hier reinholen, Baby. Ja. Machen wir jetzt immer unser Ding. Auf der Tür zufällig. Ja. Ist eh geiler. So, und jetzt verpiss dich. Danke fürs Zuschauen. Schreibt wieder drunter. Und alles Gute. Tschö. Tschö.